Und hier haben wir ein Wunder vor uns. Denn wenn ihr euch erinnert, drei Geschwister haben für die Schulter beten lassen. Das war die rechte Schulter bei allen, gäbe die auch hier? Die rechte. Gut, sind wir online? Okay. Vor 11 Monaten habe ich einen Sturz gehabt und einen Bruch. Nur wusste ich es nicht und ich habe mir gedacht... Einen Bruch auf deiner rechten Schulter? Ja, aber das habe ich erst im September erfahren und ich habe mir gedacht... Warum tut es so weh? Warum tut es so furchtbar weh? Nein, ich habe mir gedacht, das ist einfach... Prellung und es braucht zu lang. Danke. Es war ein Bruch? Es war ein Bruch. Und dann hat mich der von der Onkologie hingeschickt in die Orthopädie. Es ist ein Bruch, nur zum Operieren. Und da habe ich gesagt, nein, operieren nicht mehr. Man kennt alles bei mir. Genau, du warst schon so oft, öfter als dir lieb ist, bei Operationen. Nein. So, und dann wurde gebetet und ich habe fest dran geglaubt. Redest du jetzt vor 2 Wochen im Gottesdienst? Im Gottesdienst. Genau, vor 2 Wochen waren Worte Erkenntnis. 3 Mal habe ich eine rechte Schulter. Mhm. Und es waren 3 Personen, für die wir gebetet haben. Eine Person für die ich gebeten durfte, warst du, Christa, vor 2 Wochen hier in dieser Veranstaltung. Und ich habe mir nur gewünscht, dass der Schmerz, der war so arg, also eine Bettdecke hochziehen, ich habe es ja gemacht, Schmerzen über Schmerzen. Und ich habe mir gedacht, wenigstens der Schmerz, weil der vom Schlaganfall, das ist was anderes, und er ist weg. Und jetzt muss ich euch was zeigen. Zeig's her. Danke, Herr. Ja, also... Geheilt. Das heißt, du haust die schmerzende Stelle, die vorher ohne Hauen unerträgliche Schmerzen verursacht hat. Jetzt haust du drauf und es ist einfach geheilt und gut. 11 Monate. Es wurde augenblicklich gesund. Was konntest du vorher nicht machen? Wie kannst du den Arm jetzt, die Schulter jetzt bewegen? Mach's mal vor. Was konntest du vorher und was kannst du jetzt? Vorher konntest du... Jetzt kann ich das alles. Die Hand wurde immer kürzer und jetzt kann ich sie, es tut schon vom Schlaganfall weh, aber ich kann sie wieder vor. Aber ich bin jetzt schon happy. Halleluja. Naja, also ihr müsst eins verstehen, der Herr hat gesagt, er heilt Sprüche, also Beschwerden an der rechten Schulter. Er hat nicht gesagt, er heilt einen Schlaganfall, er hat nicht gesagt, er heilt dies, er heilt jenes. Nein. Er war ganz präzise, was er heilt und er hat genau das geheilt und das ist ein Wunder, weil es 9 Monate unerträgliche Schmerzen waren und die Schmerzen sind, oder noch länger, sind augenblicklich verschwunden seither und du bist vollkommen an dieser rechten Schulter geheilt worden. Und verstehst du, manche sagen, ah ja, wenn du noch andere Beschwerden hast, was soll das? Weißt du, Jesus ist keiner, der im Zauberstab rumfuchtelt und einfach im Generalverfahren alles und jedes heilt, sondern er heilt eins nach dem anderen. Und du hast schon deinen Sodbrennen, den Säurereflux. Ich sag dir, noch viele andere Dinge hat er geheilt. Also ich glaube, es zehn Sachen und Wunder reichen nicht. Darum sage ich, du bist ein Wunder auf 2 Beinen. Heute ist auch noch Geburtstag. Das heißt, wir dürfen dich auch noch feiern. Das ist ja wunderbar. Und heute darfst du den Herrn die Ehre geben. Halleluja. Ich müsste springen. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Warum bringt die Weihnachtszeit Gnade? Recht verstanden. Die Weihnachtszeit ist die Zeit, wo wir, wenn wir nicht an den Kommerz denken, sondern an die Fleischwerdung Jesu Christi, die Fleischwerdung Gottes im Menschen, denken. Und natürlich das Erste, was uns einfällt, ist die Sündenvergebung. Wir alle bekommen Amnestie und müssen nicht mehr für unsere Sünden ewiglich leiden, verdammt werden. Das ist natürlich super gut und super schön. Aber ich sage dir, warum die Weihnachtszeit, warum das Kommen Jesu noch gnadenbringend ist. Denn die Frage, was bringt denn das Christkindl? Die Antwort ist den neuen Bund. Halleluja! Das Christkindl kam, um den neuen Bund zu bringen. Und der neue Bund ist das unvorstellbar allumfassendste Geschenk, was wir uns nur vorstellen können. Es ist zu einer Floskel degeneriert unter Christen und Nichtchristen wissen eh nicht, neuer Bund, was soll das irgendwie, gab es einen alten. Aber auch selbst Christen ist eine Floskel, man kann sich nicht vorstellen, was sich darunter zu verbergen könnte.
Aber ich, ja, wir haben jetzt schon viele Botschaften. Manche haben mich gefragt, Michael, das ist heute die 16. Botschaft. Wie viele kommen noch? Könnten noch 60 mehr werden. Warum? Weil der neue Bund so gut ist, dass wir das ganze nächste Jahr sicherlich da tiefer reingehen müssen. Also ich würde mich nicht wundern, wenn es noch 60 weitere Botschaften und Teile gibt, weil es einfach so herrlich ist, dieses Geschenk auszupacken. Und wenn du denkst, ja, was soll man denn in 60 Botschaften über den neuen Bund sagen? Warte, ich muss mich wirklich bemühen, es in 60 Botschaften unterbringen zu können. Glaub mir, es ist so unendlich viel mehr, als wir uns hätten träumen lassen. Heute möchte ich mit dir der Frage nachspüren, war der alte Bund gut genug? Also warum braucht es eigentlich einen neuen? Hat es nicht auch schon der alte getan? Der alte kam ja auch von Gott, der wurde von Engeln übermittelt. Also manche würden sagen, das klingt ja schon ziemlich spektakulär und außergewöhnlich. Aber es ist eine wichtige Frage, eine berechtigte Frage. War der alte Bund nicht gut genug? Und natürlich würdest du wahrscheinlich zunächst mal sagen, nein, war er nicht, weil darum haben wir einen neuen. Aber wenn das so klar wäre, dass der alte nicht gut genug ist, wären wir gar nicht versucht, nach dem alten Bund zu leben. Aber die Versuchung ist real und die Versuchung ist die greift nach jedem von uns, nach den Jungen, nach den alten Hasen. Und ohne dass wir es wollen, ohne dass uns Arges vorschwebt, mischen wir fast reflexartig Teile des alten Bundes in unser Leben, in unser Denken, in unser Glauben. Ganz besonders, wenn es um die Gebiete geben geht und auch materielle Segnungen. Aber auch um die Gebiete Gebet, um die Bereiche Heilung, um die Bereiche Schutz. In all diesen Bereichen, würde ich sagen, sind mindestens 90, wenn nicht 95% aller Christen so tief verhangen im alten Bund. Und das ist frustrierend, weil der alte Bund das absolut nicht liefern kann, was uns im neuen verheißen ist. Und so gründen wir das, was wir glauben, das, was wir leben, bewusst oder unbewusst, viel, viel mehr auf den alten Bund als auf den neuen Bund, so wie der neue Bund gelehrt wurde von Jesus und von den Aposteln. Auch die Art, wie wir beten, folgt einfach gewohnheitsmäßig oft mehr dem alttestamentlichen Muster und den alttestamentlichen Überzeugungen, der alttestamentlichen Verhaltensweise, anstatt dem neutestamentlichen Standard. Und ja, schauen wir, wie die Antwort lautet auf die Frage, ob der alte Bund gut genug war. Die Antwort lautet schlicht ergreifend nein. Und warum war der alte Bund nicht gut genug? Nicht, weil der Bund an sich nicht gut genug gewesen wäre und nicht, weil Gott nicht gut gewesen wäre, sondern weil der alte Bund von der Leistung des Menschen abhing. Das war die extreme Schwachstelle des alten Bundes. Er hing vom vom Hochrisikofaktor Mensch ab. Aber weil die Menschen, und das wissen wir, das heißt, du, wenn du in den Spiegel schaust, weil die Menschen unvollkommen, schwach und unfähig waren, Gottes Gesetz die ganze Zeit über vollkommen zu gehorchen. Denn man muss ja nicht bloß teilweise gehorchen oder überwiegend gehorchen, sondern es immer und überall gehorchen, hat der alte Bund niemals funktionieren können. Er konnte es nicht. Wir haben eine sündige Natur nach dem Sündenfall, und zwar alle Menschen. Und auch die besten Gottesmänner wie David und Mose versagten unter dem alten Bund. Im neuen Bund hat Jesus Christus die Lösung für dieses Problem bereitet und gebracht, indem er unsere sündige Natur überwand, indem er für uns einen Weg gefunden hat, wie die sündige Natur überwunden werden kann, sodass der Mensch nicht mehr länger ein Sklave der Sünde ist. So war es vorher. Er musste sündigen, er wollte es nicht, aber früher oder später hatte die Sünde übereilt. Und stellt euch vor, so viele Christen denken, das ist immer noch der Fall. So viele Christen leben, als ob der Gruß an Maria vom Engel war: Du sollst ihn Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten in ihren Sünden. Viele Christen denken,
oder leben so, als ob der Engel das gesagt hätte. Aber er sagte nicht, er wird sein Volk retten in ihren Sünden, nach dem Motto, sie werden in ihren Sünden halt bleiben, aber haben halt Gnade. Es macht nichts, weil die Gnade das letzte Wort hat, aber die Sünden bleiben halt, solange wir leben. Sondern er sagte, nein, was sagt der Engel? Man wird ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Und wenn er dich von deinen Sünden rettet, dann bist du deine Sünden los. Dann musst du nicht mehr sündigen. Dann bist du kein Sklave der Sünde mehr. Und darum, das Schöne am neuen Bund ist, dass du nicht fidel weiter sündigen und weiter ein Lotterleben führen kannst. Endlich hast du ein Free-for-all. Sondern das Schöne ist, du musst nicht mehr sündigen, also kannst auch genauso gut lassen. Ist eh Blödsinn, wen interessiert doch Sünde, wenn du genauso schön und genauso gern ein reines Leben leben kannst. Und das ist wirklich etwas, was bei allen Christen sich noch nicht rumgesprochen hat. Du kannst als Christ Sünde lassen, du kannst Süchte lassen, du kannst Gebundenheiten zurücklassen, du darfst raustreten, du musst nicht. Niemand nimmt dein Spielzeug weg, aber wenn du magst, dann lass du Klimmschlängel los. Und du sagst, ja, aber ich habe Verdammnis. Ja, du hast Verdammnis, weil du unter dem alten Bund bist. Aber würdest du erkennen, wie wunderbar der neue ist? Würdest du lauthals lachen und die Zigaretten wegschmeißen und wärst den... Und es wäre gut, du wärst gut los. Oder andere Süchte. Du würdest dich jeden Abend in den Schlaf lachen, aber das hat halt damit zu tun, dass du Offenbarung den neuen Bund hast. Solange du unter dem alten Bund bist, hast du Verdammnis. Weil im alten Bund gibt es ja letztlich nichts als wie Verdammnis. Aber im neuen gibt es nicht mehr. Keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und das Schöne am neuen Bund ist, du sündigst nicht, weil du nicht mehr sündigen möchtest, weil du Gott liebst oder die Strafe fürchtest, sondern du sündigst nicht mehr, weil du nicht weißt, wie das Wort Sünde buchstabiert. Du sündigst nicht mehr, weil du denkst, was soll der Chaos, was soll der Blödsinn. Du bist so fundamental in einem anderen Orbit, dass Sünde das Absurdeste auf einmal wird, was dir jemals in den Sinn kam. Und du sagst vielleicht, Michael, ich weiß nicht, von was du redest. Ich rede vom neuen Bund. Und nur die Tatsache, dass du es noch nicht erlebt hast in dieser Weise, heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Weißt du, ich habe hier ein Handy liegen, dieses Teil wäre vor 100 Jahren, hätte man dich am Scheiterhaufen vielleicht gebracht oder sonst wohin, weil man gesagt hätte, das ist Magie, da redet ein Männchen aus diesem Teil. Vor 100 Jahren noch hätte man nicht nur gesagt, das ist nicht denkbar, es wäre Zauberei gewesen. Denn der neue Bund erscheint für jemanden, der sich es nicht vorstellen kann, wie Zauberei. Wie etwas, was Unerhörtes, Unvorstellbares. Aber er ist Realität. Und weißt du, manchmal habe ich als Christ auch schon gefragt, ja, das Evangelium heißt gute Nachricht, aber so gut fühlt sich mein Leben gar nicht an, obwohl ich Christ bin. Darf ich dir die Antwort geben? Es hat zu tun mit dem alten Bund, nicht mit dem neuen. Weil sobald du wirklich geöffnete Augen bekommst für den neuen Bund und da eintrittst, wird dein Leben gut, besser, Jesus. Gut, besser. Nicht Paulaner, sondern gut, besser. Oder auch nicht gut, besser, Gösser, sondern gut, besser, Jesus. Und der Herr möchte das für dich. Darum gab er sein Blut. Es gab sein Blut nicht einfach nur, damit du ein bisschen auffrisiertes, moralisch tugendhaftes Leben hast, ein bisschen weniger lügst und ein bisschen anständiger durch den Alltag gehst. Dafür gab er nicht sein Blut und sein Leben, sondern er gab sein Blut und sein Leben, um dich in diesen wunderbaren neuen Bund zu versetzen. Gut, der alte Bund hat versagt. Deshalb brauchte Gott eine Lösung. Er machte den anderen einen besseren Bund. Was ist ein Bund? Ein Bund ist eine Bindung zwischen zwei Seiten, zwischen zwei Personen. Und das ist Gott und der Mensch. Und sie zeigt uns, wie Gott mit dem Menschen in Beziehung tritt und wie der Mensch mit Gott in Beziehung tritt. Und Gott möchte leidenschaftlich in einer innigen Beziehung mit dir sein. Er möchte sein Herz mit dir teilen. Er möchte dir so nahe sein, dass kein Blatt dazwischen passt. Man hat der Tanzlehrerin gesagt, man soll so tanzen, dass kein Blatt mehr dazwischen passt. Der Herr möchte mit dir so durchs Leben tanzen. Er möchte, dass du Leben hast und es überfließend genießt. Und der alte Bund hat es einfach nicht hergegeben. Also musste Gott einen neuen Bund, einen neuen Weg finden, der perfekt funktionieren würde. Und Halleluja, er hat den Weg gefunden. Und deswegen hat er den neuen Bund geschlossen. Und deswegen sagt die Bibel auch, der neue Bund ist der bessere Bund. In Hebräer 7, 22 heißt es, um so viel mehr. Sag mit mir mal, um so viel mehr. Um so viel mehr. Der neue Bund ist ein um so viel mehr Bund. Nicht nur etwas besser, nicht nur
etwas, ein kleines Feature ist verbessert beim Auto vom Vorgängermodell. Nein, um so viel mehr ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. Weißt du, was ich so toll finde an einem Bürgen? Wenn der Eigentliche versagt, springt der Bürger ein. Das ist das Schöne an einer Bürgschaft. Wenn du einen Bürgen hast und du bist zahlungsunfähig, zahlt der Bürger. Und das ist beim neuen Bund so wunderbar, weil wenn du versagst, springt sofort der Bürger Jesus ein und er versagt nie. Das heißt, dieser Bund ist, da ist der Hochrisikofaktor Mensch behoben, ausgeglichen, weil ein vollkommener, stabiler, absolut immer treuer Bürger sofort einspringt, wenn du versagst und schwach wirst. Und das macht diesen neuen Bund so absolut, so stabil, da fährt die Eisenbahn drüber, so atombombensicher, so wunderbar. Weil in diesem Bund ist der einzige Problemfaktor des Alten überwunden. Und dieser Bürger, diese Sicherstellung, diese Garantie, diese Ausfallgarantie ist mit Jesus Millionen Prozent abgedeckt für dein Leben. Das ist einfach wunderbar. Allein das würde dich also feiern lassen, lachen lassen, wenn du es nur zulassen könntest, dass diese Offenbarung dessen einsinkt. Du könntest dich den ganzen Tag nur freuen, wie gut Gott ist. Den ganzen Tag nur freuen, wie über alle Maßen gesegnet und privilegiert du bist. Aber irgendwie ist es noch nicht ganz, der Grosch ist noch nicht ganz gefallen. Es ist noch nicht ganz angekommen, was das heißt, dass dieser Bund wasserdicht ist zu deinen Gunsten. Zu deinen Gunsten, sag mal zu meinen Gunsten. Zu meinen Gunsten. Und das ist einfach wunderbar. Gott bindet sich selbst an dich und an mich, um selber die Ausfallgarantie zu übernehmen, um selber die tausendprozentige Sicherstellung und Gewährleistung zu übernehmen. Und es kommt nicht mehr an auf deine Stärke oder deine Schwäche, über dein Wollen oder dein Laufen, sondern unser Herr Jesus hat ein Werk wasserdicht gemacht. Er hat es in trockenen Tüchern, da verrutscht nichts mehr, da wackelt nichts mehr, da kann nichts nachträglich mehr in irgendeiner Weise in Frage gestellt werden oder zweifelhaft werden oder angetast, angefochten werden. Nein, es ist vollbracht. Es ist ein ewiger Bund, wie es im Hebräerbrief heißt. Es ist für ewig gesichert, für ewig stabil. Und wenn du diese Offenbarung sehen kannst, darfst du aufhören zu rödeln. Du darfst aufhören, mit allem, was in dir ist, mit Gott in Beziehung zu treten aufgrund deiner Leistung. Amen. Aufgrund deines Wollens und Laufens und Gutmeinens und Bemühens und so weiter. Du darfst das einfach fallen lassen. Lass einfach los. Lass einfach fallen. Für viele Christen ist Jesus der Retter. Christ, der Retter, ist das, sieht beim Stille-Nacht-Lied, aber er ist noch viel mehr als der Retter. Weißt du, wäre er nur der Retter, würde er uns nur Vergebung bringen, wäre das Evangelium keine so gute Nachricht. Sie wäre gut, aber nicht so dermaßen gut. Was das Evangelium so unbeschreiblich gut macht, ist, dass er nicht nur der Retter ist, sondern der Mittler eines besseren Bundes. Er bringt dich und mich hinein in einen ewigkeitsverbrieften, verbürgten, gesicherten, fest zementierten Bund, der die Liebesbeziehung zwischen Gott und dir für immer vollkommen macht. Mit einem Opfer, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Und ich glaube, darum darfst du ihn so sehr lieben, weil er wirklich so wunderbar ist. Über alle Maßen wunderbar, dass er das macht. Weißt du, allein das, wenn du darüber meditierst, lässt es deine Probleme und deine Sorgen verblassen und in den Hintergrund treten, weil du die Güte Gottes neu siehst, strahlender siehst. Er hat dich nicht nur errettet, er hat dir nicht nur die Sünden vergeben, sondern er hat dir eine absolute Garantie gegeben, dass du in diesem neuen Bund leben darfst und aufleben darfst und dass Gott mit dir auf eine radikal neue, erstaunliche Weise Umgang hat und du mit Gott. Ja, dieser neue Bund ist in jeder Hinsicht atemberaubend. Er verschlägt dir die Sprache, wenn du ihn mehr siehst. Und ich möchte dir einfach noch den Mund wässrig machen, da kommt noch viel mehr. Es kommt noch so viel mehr, dass die Sprache bis an die Grenzen des Sagbaren gestreckt wird und gedehnt wird, um überhaupt zu formulieren, wie wunderbar der neue Bund ist.
Und Jesus ist diese Garantie, dieser Bürge, der Garant des neuen Bundes. Er hat in diesem Bund festgelegt, wie stabil Gott sich mit uns verbindet. Und daraus kannst du schließen. Gott verbindet sich nicht in der Beziehung zu dir aufgrund deiner Schwachheiten, aufgrund deiner Versäumnisse. Er tritt nicht mit dir in Verbindung aufgrund deiner Vergangenheit. Ihn interessiert deine Vergangenheit nicht. Ihn interessiert nicht dein Scheitern. Ihn interessiert nicht deine Sünden. Ihn interessieren nicht deine Werke, weder die guten noch die schlechten. Sondern er sagt, lass das alles los. Sondern nichts davon kann dich von meiner Liebe scheiden, nichts davon kann meine Liebe trüben, sondern tritt zu mir auf dem einzigen Faktor in Verbindung, der für mich noch zählt, das vollbrachte Werk Jesu Christi am Kreuz. Das ist der neue Bund. Wenn du fragst, was ist der neue Bund? In einer Nussschale, es sind drei Worte, es ist vollbracht. Es ist das vollbrachte Werk am Kreuz. Und ich möchte dir nochmal sagen, der neue Bund ist kein Vertrag. Ein Vertrag wäre anfechtbar, wäre auflösbar, aber es ist kein Vertrag, es ist ein Bund. Durch Bund kommst du nur raus durch Tod. Und weil Jesus die Ausfallgarantie ist und weil der Bund zwischen Gott Vater und Gott Sohn geschlossen wurde, ist er auf ewig mit dir so wunderbar verbunden. Nichts Zukünftiges, nichts, was noch du am Blödsinn machst, nichts, was noch dich anfechten mag, kann im geringsten diesen Bund erschüttern, sondern auf ewig bist du drin und niemals mehr draußen. Du bist auf ewig angekommen, auf ewig angenommen, du bist auf ewig geflutet mit Segen, du schwimmst und badest auf ewig einem Ozean des Geliebtseins. Und wirklich, was wollen wir Menschen tun, wenn du auf einmal begreifst, wie überwältigt du wirst, Sekunde für Sekunde, von einer unbeschreiblichen Liebe, wenn du auf einmal Gott verstehst als ein pulsierendes, kolossales Liebeswesen, ein Liebesorganismus, der permanent wie die Sonne, diese Wärme eruptiv ausschüttet und ausstrahlt, so strahlt Gott seine Liebe aus und will sich ausschütten und ausgießen und dich permanent abfüllen mit frischen Übertragungen seiner Liebe. Wenn du das wirklich als Offenbarung zulässt, dann lachst du über deine Sorgen und Probleme, dann wendet das sogar deine Probleme. Das Wunderbare ist ja nicht nur, dass du dich an dieser Liebe erfreust, sondern dass die Offenbarung dieser Liebe auch all deine materiellen Probleme löst, im Handumdrehen. Auf einmal hast du mehr als genug Geld, auf einmal hast du neue wunderbare Beziehungen zu Menschen, auf einmal wirst du ein Mensch, der mit Erfolg durchs Leben geht, auf einmal kannst du dich nicht retten vor Aufträgen als Geschäftsmann oder vor Gunst und Beförderung in deinem Alltagsleben. Warum? Das sind Automatismen, die nicht aufzuhalten und zu stoppen sind, die sich bahnbrechen so rasant, dass es dir den Atem verschlägt, sobald du den neuen Bund ergreifst. Und sobald du in diesem neuen Bund der Liebe Gottes badest, weil manche von euch sagen schon, ja Michael, du redest dich leicht, ich habe materielle Sorgen, ich weiß nicht, wie meine Rechnungen bezahle, ich weiß nicht, wie ich mit meinen Kindern klarkommen soll, mit meiner verpfuschten Ehe, mit meinem verpfuschten Leben an der Arbeitsstelle. Michael, dafür bräuchte ich Lösungen. Das sind die Kollateralsegnungen, die zusätzlich als Bonus dazukommen, wenn du Tag und Nacht in der Liebe Gottes badest. Das ist all-inclusive mit dabei. Das ist das Wunderbare am neuen Bund. Er ist nicht nur gut, geistlich gut, er ist in jeglicher Hinsicht materiell unbeschreiblich gut. Und der Grund, warum du noch so viele materielle und diesige Probleme hast, ist, weil du nicht in diesen neuen Bund, in dieser Fülle noch nicht eingetreten bist und noch nicht so eine Lebensenergie aus dem Staunen von Gottes Güte beziehen kannst. Aber momentan ist es vielleicht für dich ein böhmisches Dorf, dann sage ich, okay, macht nichts, bleib am Ball, bleib dran, komm freitags, komm sonntags, schau dir, wenn du eine Botschaft verpasst, die Botschaft an und steige ein und schnall dich an, denn es geht rasant voran. Gott hat sich auf ewig mit uns verbunden und er ist vollkommen gerecht und treu. Er kann niemals mehr aussteigen. Er kann dich nicht entlassen aus diesem Bund und er kann sich selbst nicht entlassen aus diesem Bund. Er ist durch das vollkommene Werk am Kreuz, also das vollendete Werk am Kreuz, ist er für immer an dich gebunden mit Liebe, mit Güte, er ist immer für dich, er ist Immanuel, Gott mit uns. Er ist so gut, dass das Wort gut nicht ausreicht. Und
Er geht mit dir nur noch aufgrund dieses Werkes um, das er vollendet hat. Er geht mit dir nur noch um, wer du in Christus bist, nämlich gerecht, für immer gerecht, für ewig gerecht. Und ja, das ist ein besserer Bund. Würdest du nicht auch zustimmen? Das ist ein besserer Bund. Und dieser Bund hat bessere Verheißungen. Es heißt in Hebräer 8,6, anders als die alten Verheißungen, die sehr begrenzt waren, die an Bedingungen gebunden waren, heißt es in Hebräer 8,6, nun aber hat er einen von umso bedeutenderen Dienst erlangt, als auch eines besseren Bundes Mittler ist, der auf besseren Verheißungen beruht. Er ist der Mittler eines besseren Bundes und dieser Bund beruht auf besseren Verheißungen. Und wenn du dir die Verheißungen des Segens im Alten Bund durchliest, das ist schon bis zum Abwinken Segen. Gesegnet ist dein Eingang, gesegnet ist dein Ausgang, gesegnet ist dein Backbrot, gesegnet ist dein Einkaufskorb, gesegnet ist dein Vieh, gesegnet ist deine Gesundheit, gesegnet sind deine Kinder, gesegnet sind deine Knechte, gesegnet, 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 tausendfach gesegnet. War der alte Bund, der neue ist besser. Wie bitte? Noch besser? Ja, noch besser, noch viel besser. Jetzt komme ich gerade nicht mehr mit. Okay, schön. Was sind die besseren Verheißungen? Der Autor des Hebräerbriefs hat den alten und den neuen Bund miteinander verglichen. Und er sagt, so gut die Verheißungen, wären sie erfüllt worden, hätte er diese Verheißungen eingehalten, des Segens. Aber die Verheißungen des neuen Bundes sind noch besser. Schauen wir uns Verheißungen im Alten an und Verheißungen im Neuen an, um zu sehen, inwiefern sie besser sind. Kurz, ich meine, es sind zu viele Verheißungen, um sie hier aufzuzählen, aber ich will nur einige strategisch wichtige hier aufzählen. Verheißungen des Alten Bundes und wie sie besser sind im Neuen Bund. Es war eine wunderschöne Sache, dass im Alten Bund am Versöhnungstag dann die Sünden des Volkes samt und sonders bedeckt wurden. Das Volk hat gesündigt, mehr als auf eine Kuhhaut passt. Am großen Versöhnungstag ging der Hohepriester rein, hat die Sünden bedeckt mit dem Blut. Wow, die Sünden waren bedeckt. Kein Problem mehr. Die Sünden waren bedeckt. Ich sage, es war gute Nachricht. Die Sünden des Volkes waren bedeckt. Es war großartig, es war unfassbar. Was, die Sünden sind bedeckt? Halleluja, die Sünden sind bedeckt. Aber ein Jahr später musste er wiederkommen und musste das Gleiche wiederholen. Aber in Hebräer 10, Vers 4 heißt es, denn unmöglich kann Blut von Ochsen und Böcken Sünden wegnehmen. Es kann Sünden bedecken. Es kann temporär wirken. Es kann als Provisorium herhalten, aber es kann Sünden niemals wegnehmen. Und so mussten die Menschen des Alten Bundes, der hohe Priester war immer am Schwitzen. Er war immer beschäftigt. Er war immer eifrig an der Sache, das Opfer darzubringen. Und das hat immer wieder ein Sündenbewusstsein wachgerufen. Oh ja, wir sind so schrecklich, wir sind so sündhaftig, aber Gott sei Dank gibt es die Bedeckung. Aber im neuen Bund gibt es die Wegschaffung, die Tilgung, die Auslöschung, die Ausrottung der Sünde und die vollständige Entfernung. In Hebräer 8,12 heißt es, dass Gott sagt, denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und ihre Sünden nicht mehr gedenken. Die Sünden sind nicht nur bedeckt, einmal fürs Jahr, sie sind vollkommen ein für alle Mal, für alle Ewigkeit weggenommen. Sie sind weg. Weg, futsch, null und nichtig. Was für eine wunderbare Verheißung haben wir. Die alte war schon toll, die neue ist besser. Die Sünden sind nicht vorübergehend bedeckt, sondern für immer. Sag für immer. Für immer. Vollständig, nicht partiell. Vollständig. Vollständig. Weggenommen. Weggenommen. Aus deinem Leben weggenommen. Aus der Beziehung zwischen Gott und dir. Als Trennwand entfernt und stattdessen hast du die vollkommene Gerechtigkeit Christi. Bist du vollkommen richtig gestellt? Bist du so vollkommen in seinen Augen, wie du nur strahlend, schön, makellos, vollkommen, unsträflich, tadellos, perfekt, wie aus dem Ei gepellt dastehen kannst? Wow. Und es gibt eine Begebenheit von einem Propheten, das ist eine Geschichte, die im Gemeindeleben sich stattgefunden hat. Und da kam ein Prophet in eine Gemeinde und über verschiedene Menschen hat er prophezeit, auch über einem Ehepaar.
Dann hat er sich dieser Frau des Ehepaars zugewandt und dann sagte er prophetisch und bezüglich der schrecklichen Sünde, die du begangen hast. Und er wollte weiterreden. Und auf einmal hat er innegehalten und hat nachgedacht. Und auf einmal hat er gemerkt, hey, er hört nicht mehr. Er hört nicht mehr weiter. Er war sich sicher, der Heilige Geist hat ihn angespitzt zu prophezeien. Aber auf einmal kann er den Heiligen Geist nicht mehr hören. Und sagt, hat er so innerlich gebetet, Heiliger Geist, habe ich einen Fehler gemacht. Hätte ich es nicht sagen sollen, doch. Habe ich nicht dich gehört, doch. Und dann hat er sich nach innen gehalten, hat so kurz gebetet. Dann hat er weitergesprochen und sagte, ich habe gerade den Herrn gefragt, was denn bezüglich deiner schrecklichen Sünde ist, die du begangen hast. Und der Herr hat geantwortet, ich erinnere mich nicht mehr an sie. Und dann ist die Frau in Tränen ausgebrochen. Und ich sage, das ist der neue Bund. Der Herr vergisst nicht, weil er senil ist oder weil er irgendwie nicht mehr so sich erinnern kann. Der Herr hat Total Recall. Er ist der Allwissende, er kann gar nicht vergessen. Er entscheidet sich, es nicht mehr wissen zu wollen. Und so kannst du umgehen mit dem Bösen, was dir angetan wurde. Du sagst, ich kann es nicht vergessen. Dann mach's wie Jesus, er kann auch nicht vergessen. Er entscheidet sich, nicht mehr dran zu denken. Es ist ein Unterschied, ob du es vergisst oder ob du dich entscheidest, nicht mehr dran zu denken. Vergebung heißt, du entscheidest dich, nicht mehr an das Unrecht zu denken. So vergibt der Herr. Nicht, dass es vergessen, er kann nicht vergessen, aber er entscheidet sich, ich werde nicht mehr daran gedenken. Wann immer der Reflex kommt, was war mit deiner Sünde, ich erinnere mich nicht mehr. Warum? Weil ich mich nicht mehr erinnern will. Halleluja. Freigesetzt von der Schuld der Vergangenheit. Egal was es war, ob es Abtreibung war, ob es was Schreckliches war, ob es, was weiß ich was, sein kann, dass du als Alkoholiker dein Baby am Gewissen hast oder was auch immer. Verstehst du mich? Es gab Alkoholiker, die in die Kneipe gingen und dann das Kind ist im Auto erfroren oder was auch immer. Oder Eltern, die bei der größten Hitze das Auto vergessen haben, das Baby vergessen haben. Einmal war es beim Papa auf dem Weg zur Arbeit hinten drin und er hat es nie drin und er hat es vergessen. Und er ist ins Büro gefahren, das Baby hat geschlafen. Er hat dran gedacht, dass das Baby hinten drin ist. Und als er zurückkommt, ist das Baby den Hitzetod gestorben und er ist schuld, dass mein Baby... Verstehst du, das kann ja auch als Nicht-Alkoholiker passieren. Und mit dieser Schuld zu leben, klarzukommen und so weiter. Und der Frau lässt sich natürlich scheiden, weil sie sagt, so ein Monster, ein Kind, den Mörder und den Umbringer meines Kindes, mit dem kann ich nicht mehr leben. Verstehst du, das ganze Leben, du hast deinen Job verloren, du bist ein menschliches Rack geworden, weil du einfach vergessen hast. So kann es passieren. Wer von euch sagt, es kann niemand passieren? Es gibt tragische Dinge. Nicht aufpasst, kurzer SMS an der falschen Zeit, du baust einen Crash, dein Kind stirbt, deine Frau stirbt, dein Mann stirbt. Du lebst dieser Schuld. Der Herr sagt, ich vergib's dir. Ich gebe dir einen neuen Anfang. Der nächste Punkt. Welche Verheißungen gab es im Alten Bund? Gab es schon so Verheißungen wie ewiges Leben und dergleichen? Geistliche Verheißungen? Nein. Es gab im Alten Testament, im Alten Bund gab es irdische materielle Segnungen. Es gab Schutz vor den Feinden, Segen für deine Ernte, Wohlergehen. Das waren die irdisch-materiellen Verheißungen für dein diesseitiges Leben. Und im Neuen Bund sagen jetzt manche, und das habe ich auch schon gehört, im Alten waren die Segnungen irdisch, im Neuen sind sie alle geistlich. Das heißt, im Neuen darfst du keinen finanziellen Segen erwarten, weil das ist ja materieller Segen, du darfst nur geistliche Segnungen erwarten. Epheser 1,3, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Also da sind keine Finanzen inkludiert, keine Gesundheit inkludiert, das sind alles geistliche Dinge. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, aber es gibt Christen, die sagen, es gibt im Neuen Testament keine materiellen Segnungen mehr, weil sie sind alle ersetzt durch geistliche Segnungen. Weißt du, was es einem nützt, der hochverschuldet ist, der sterbend krank ist, der immense Probleme auf der Arbeit hat, der immense Probleme hat, noch 60 Jahre sich durch dieses Jammertal schleppen muss? Was nützt es dir, wenn du dermal eins dann beim Herrn bist und geistliche Segnungen auf deinem Konto hast? Was nützt es dann? Der neue Bund wäre nicht besser. Weißt du, sag mir, der neue Bund wäre nicht besser, wenn er dich leiden ließe in materieller Not und dich nur mit geistlichen Segnungen vertrösten würde. Denk mal drüber nach, aber ich habe es schon oft gehört. Der neue Bund ist alles geistlich, nichts materiell, auch keine Finanzsegnung, gar nichts. Erstens mal ist finanzielle Versorgung und Wohlstand hat auch eine geistliche Komponente, darf man nicht vergessen. Auch Armut hat eine geistliche Komponente, auch Gesundheit hat eine geistliche Komponente. Aber ich möchte dir sagen, die Wahrheit ist, dass im neuen Bund alle Segnungen enthalten sind, die im alten waren, plus Bonussegnungen geistlicher Art,
die noch dazukommen. Und das muss man in aller Deutlichkeit gesagt haben. Es gibt keinen einzigen materiellen Segen, der im Neuen nicht inkludiert wäre. Der Neue ist so gut, dass er alles enthält, was der Alte an Gutem hatte. Plus immens viel gute geistliche Segnungen noch dazu. Können wir das sehen? Können wir das verstehen? Denn sonst wäre er kein guter Bund. Du würdest vielleicht sogar sagen, in einer großen Not, ich würde gerne die Segnung des alten Bundes tauschen mit Kuckucksheim-Segnungen irgendwann mal. Verstehst du, ich will nicht das Kleinreden, wie kostbar geistliche Segnungen sind und Lohn im tausendjährigen Reich und was nicht alles. Aber wir brauchen Lösungen für die Nöte im Hier und Jetzt, oder? Und darum, der neue Bund enthält alles Gute des Alten plus noch mehr. Und das lasse ich mir von keinem spitzfindigen Pharisäer ausreden. Hallo, Schluss mit lustig, im neuen Bund musst du leiden, im alten hast du Wohlstand, im neuen musst du halt mit deinen Schulden leben. Nein, der Herr wendet auch deine Schulden, er wendet deine Fehler, er wendet deine Krankheit, er wendet deine selbstverschuldeten Nöte auch und gerade im neuen Bund. Weil er besser ist, nicht schlechter und nicht nur anders. Das heißt nicht, der neue Bund ist nur anders als der alte, er ist besser, sag mal besser. Besser als der alte Bund. Ich muss es so deutlich sagen, weil wirklich, es gibt ja keine Irrlehre, die nicht rumgeistern würde, gerade unter auch gerade anticharismatischen Christen. Nein, Wohlstand oder Heilung darfst du nicht glauben, weil das ist alles alter Bund. Blödsinn, bessere Segnungen. Und sorry, diese Skeptiker kommen zu spät. Ich kenne so viele unter euch und in meinem Leben, wo ich durch Glaube Segnungen im materiellen Bereich erlebt habe, wo Gott Dinge gewendet hat, oder? Haben wir es nicht alle erlebt? Wollen wir diese Segnungen verschmähen und ablehnen und sagen, Gott, nein, ich verschmähe die, das ist alles Tant. Materielle Dinge sind alles Tant, ich bin nur geistlich. Hallo, geht's noch? Nein. Natürliche Dinge und ewige, himmlische, geistliche Dinge, alles inkludiert im neuen Bund. Du hast auch Rechtfertigung mit Gott. Du hast Heiligung als kostenloses Geschenk. Du hast völlige Erlösung, eine ewig sichere Errettung als Bonus noch dazu. Paulus sagt in Galater 2,20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und diese Schriftstelle zeigt etwas, was im alten Bund absolut unmöglich war. Und im neuen Bund mit den besseren Verheißungen lebt Gott im Menschen. Lebt Gott im Menschen und drückt sein Leben durch den Menschen aus. Im Römerbrief Kapitel 6 bis 8 wird beschrieben der wunderbare Sieg über die Sünde im neuen Bund. Zum Beispiel Römer 6, 1 bis 2. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollen wir, die der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Wir haben Sieg über die Sünde. Wir haben Gott in uns wohnend. Und es zeigt auch noch im neuen Bund, wie Gott seine Kinder sieht. In 1. Korinther 1, 2 sagt er uns an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten. Hallo Paulus, du kanntest deine Pappenheimer. Du wusstest, was es für eine Gurkentruppe war. Du wusstest, wie die gestritten haben, wie die gesoffen haben, wie sich das Essen weggefuttert und weggefressen haben, einer nach dem anderen. Wie die mit Ellbogen und ehrsüchtig und unmoralisch. Der eine war mit der Stiefmutter im Bett und der andere, also die haben gesündigt, dass sich die Balken bogen in Korinth. Das war moralisch die schlimmste, verkommenste Gemeinde. Überhaupt, dass es noch Christen waren, war schier unvorstellbar. Und Paulus wusste all das. Und wie nennt er sie? An die Geheiligten in Christus Jesus. An die berufenen Heiligen. Paulus, also alles was recht ist, aber heilig waren die nicht. Samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Warum konnte er sagen, wo er all das wusste, an die Heiligen, an die Geheiligten? Weil die Schlüsselworte lauten in Christus Jesus. Er sah sie in Christus Jesus und da war die Optik eine ganz andere. Auf einmal sah er sie rein, makellos und durch einen Sauberkeitsfilter drüber gelegt, durch einen Weichzeichner drüber gelegt namens Jesus Christus, dass er dachte, aber wie schauen die jetzt aus? Einer strahlend schöner, einer reiner, makelloser als der andere. Das war im alten Bund völlig unmöglich, völlig undenkbar.
Warum? Wir sind in Christus. In Christus gibt es keine Verdammnis, in Christus gibt es keinen Makel. In Christus, egal was du falsch gemacht hast, er sieht dich durch den Weichzeichner. Er sieht dich durch die rosarote Brille der Gnade. Er sieht dich durch das Kreuz. Verstehst du, er sieht dich. Er sieht dich und denkt an keine einzige Sünde. Er sieht dich einfach nur wunderbar. Du sagst, so sehe ich nicht mal mich selber, geschweige denn meine Geschwister. Sag, dann wird es Zeit. Ich sehe dich so. Wirklich, es ist so schön, um wahr zu sein. Okay, sag dem Nachbarn mal, zwick mich. Ich glaube, ich träume. Sag dem Nachbarn mal, zwick mich, ich glaube, ich träume. Ich werde euch öfter beim Predigten und auch zu schauen, ob ihr noch wach seid, sagen, zwick mich. Sag dem Nachbarn, zwick mich. Ja? Darfst leicht ein bisschen kneifen, ein bisschen zwicken. Zwick mich. Ja? Es ist so rasant, so atemberaubend, so schwindelerregend, wunderbar, dass wir einfach denken, dann wären die ja alle deppert, die nicht im neuen Bund leben. Bingo, du sagst es. Dann wäre er ja dumm, der da nicht reingeht. Du sagst es. Schön, dass du draufkommst. Aber keine Verdammnis für alle, die nicht drin sind. Denn der Teufel hat ein Meisterspiel gelebt mit uns, ein Verwirrspiel der Religion und Tradition, um uns davon abzuhalten. Ist ja klar. Dann hätte er länger mal Breite verloren gehabt. Und darum, ich bin so viele Jahre da im Alten drin. Ihr seid so viele Jahre im Alten drin, mal mehr, mal weniger. Ich bin heute noch in manchen Bereichen drin und du auch. Und ja, wer ohne Sünde ist, werft den ersten Stein. Aber gemeinsam dürfen wir rausgehen, oder? Wir dürfen aus den offenen Gefängnistüren rausgehen und brauchen nicht länger drin hocken. Wir dürfen raus. Halleluja! Sagt dem Nachbarn, wir dürfen raus! Aus dem Gefängnis. Und rein in alle Segnungen. In alle Segnungen des neuen Bundes. Paulus, also mit die herrlichsten Offenbarungen hat Paulus mit den Korinthern geteilt, mit diesen verkommenen Menschen, wo man denkt, haben die überhaupt einen geistlichen Appetit? Er hat mit ihnen die Wahrheit des subjektiven Kreuzes mit den Korinthern geteilt. Tod und Auferstehung, dass man mit Christus im Geist regieren kann. Er hat das mit ihnen in 2. Korinther 6 geteilt. Er hat mit ihnen geteilt die neue Schöpfung. 2. Korinther 5, 17, unser Vers über die neue Schöpfung findet sich im Brief an die Korinther. An diese Lotterbande. Da findet sich der Vers 2. Korinther 5,17. Darum ist jemand in Christus, ist da eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das sagt er ihnen. Du wirst sagen, ja, Paulus, hättest du nicht ein bisschen reiferen Geschwistern mitteilen können? Ein bisschen anständigeren, ehrbareren, würdigeren? Paulus sagt, wieso? Die sind würdig gemacht durch sein Blut. Die sind würdig gemacht im wunderbaren Herrn Jesus. Die können nicht würdiger werden. Er hat die tiefe Offenbarung des Sühnopfers, des Sündopfers mit diesen Korinthern geteilt. Die höchsten Perlen hat er vor die vordergründigen Säue der Korinther geworfen, aber sie waren keine Säue, sie waren geheiligt. Ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt. So war Paulus drauf. 2. Korinther 5, 21, diesen Satz, diesen stratosphärischen Gipfelsatz teilt er mit dieser Bande. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, ihr Korinther, in ihm Gottes Gerechtigkeit werdet. Es hat sie völlig in einen anderen Orbit geschleudert. Was, sagst du uns, Paulus, wir sind Gottes Gerechtigkeit? Die waren aufsässig, die waren frech, die waren dreist, die waren nicht bescheiden, die waren nicht demütig, die waren nicht zerbrochen. Und solche Sachen teilt Paulus mit ihnen. Schauen wir weiter. Ein anderer Grund, warum der alte Bund nicht gut genug war, ist folgender. Der Mensch hatte keinen direkten Zutritt zu Gott. Er brauchte ständig einen Vermittler, ständig einen Priester, ständig einen, der die Opfer für einen darbrachte. Und auch fürs ganze Volk. Aber Paulus sagt Timotheus in seinem ersten Brief, denn es ist ein Gott und ein einziger Mittler. Ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist kein Imam, das ist kein, verstehst du, kein Prophet. Das ist der Sohn Gottes, der Mensch Christus Jesus. 1. Timotheus 2,5. Und im neuen Bund hat jede Person, wenn du gerade zum Glauben gekommen bist vor einer Stunde, genauso, wenn du 60 Jahre Christ bist, du hast haargenau, identisch, exakt denselben Zutritt. Du darfst in seine Gegenwart treten und darfst mit Gott in Beziehung treten. Ohne Bußübungen, ohne
Askese, ohne dich zu peitschen, ohne irgendwas. Du hast direkten Zutritt und du darfst alles einfach nehmen am bereiteten Tisch seiner Gnade. Du darfst einfach kommen, das ist alles bereit. Du darfst zulangen, du brauchst nicht mal fragen, darf ich mir was nehmen, darf ich was für mich haben. Er sagt, alles bereit, alles steht dir offen. Du darfst selber zugreifen, brauchst keinen Priester fragen, kein Pastor fragen, kein Haus der Kraftleiter fragen, darfst einfach kommen, einfach empfangen, einfach nehmen. Darfst ins Allerheiligste gehen. Darfst dahin gehen, wo niemand rein durfte. Der hohe Priester, der hat eine Glocke gehabt, weil wenn er stirbt, wenn er unrein ist, dann fällt er tot um und dann muss man irgendwie an einem Seil rausziehen, wenn die Glocken nicht mehr bimmeln, ist er gestorben. Du darfst mit Kühnheit darfst du ins Allerheiligste treten, darfst vor den Thron der Gnade treten, darfst in den Himmel gehen, darfst in deinem Geist betreten, darfst jede Sekunde, jede Minute rein, nicht bloß einmal im Jahr. Der Ort, der allerheiligste Ort im Universum, du darfst immer hin, du darfst dort chillen, du hast dort Wohnrecht, du hast dort Flatrate, du hast dort, verstehst du, Dauerkarte, nicht im Schwimmbad, sondern im Allerheiligsten, für alle Ewigkeit hast du. Kein Sünder konnte eintreten, kein gewöhnlicher Priester, nur der hohe Priester, nur einmal im Jahr. Und bange war es, dass er nicht umbracht wird. Ich sage, der durfte die ganze Nacht davor nicht einschlafen. Die haben den wach gehalten, damit er keinen Samenerguss hat. Das hätte ihn schon verunreinigt in der Nacht aus Versehen. Der könnte einen falschen Traum haben und schon kann er nicht mehr rein. Dann hat das Volk keine Vergebung. So schnell wäre es gegangen im Alten Bund. So fragil war das, so diffizil war das. Die mussten den Typen wach halten. Die mussten ihm nicht einschlafen, hoher Priester, wach bleiben. Was für ein Stress. Was für ein Stress. Erzähl ja keinen schmutzigen Witz. Ja, nichts, schön wach bleiben. Das ganze Volk, die ganze Versöhnung hängt davon ab. Merkst du, was für ein Stress Religion ist? Was für ein Stress? Getrennt durch einen Vorhang, durch den Vorhang der Stiftshütte, durch einen noch dickeren Vorhang, durch einen undurchdringlichen Vorhang, durch eine undurchdringliche Trennmauer im Tempel. Und der Vorhang wurde am Kreuz von oben nach unten durchgerissen, damit der Zugang frei ist für jeden, der durch das Blut Christi glaubt und reinkommt. Ist der neue Bund nicht ein bisschen besser? Nicht ein bisschen viel besser? Nicht ein bisschen sehr viel gigantomanisch, megalogigantisch besser? Ich würde schon sagen, die Gegenwart Gottes im Alten Bund war eine Visitation, ein Besuch Gottes. Gott hat mal gnädigerweise kurz vorbeigeschaut. Aber im neuen Bund wohnt er in dir. Er wohnt in uns allen. Er ist nicht mehr Dauerbesucher, sondern Dauerbewohner. Er richtet sich wohnlich ein in dir. Christus in euch. In euch. Nicht als Besucher, nicht als Stippvisite, nicht wenn du brav warst, kommt mal der Nikolaus und bringt dir was aus seinem großen Sack. Nein, der Sack ist immer offen und Milliarden Segnungen sind immer da. Du brauchst nur warten aufs Christkind, auf den Nikolaus oder auf den Lottogewinnboten. Du brauchst nicht mehr warten, der Sack ist offen. Der Vorhang ist offen. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 1. Korinther 3,16. Übrigens, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, Kolosser 1,27. Schau dir diese zwei Wahrheiten an. Er wohnt in euch. Er ist in euch. Er bleibt in euch. Ja, ich habe ihn neulich verbrellt, ich habe es mit ihm verdorben, ich habe ihn vergällt, ich habe einen schmutzigen Witz angehört und darüber gelacht, ich habe mir was Falsches im Internet angeschaut, ich habe mit den falschen Leuten eingelassen, das Falsche getan, das Falsche gesagt, die falschen Wege gegangen. Nein, du wirst ihn nicht mehr los, er ist in dir und er bleibt in dir. Und in Hebräer 8,7 wird uns gesagt, dass der alte Bund nicht gut genug war, denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für den zweiten gesucht worden. Aber er war nicht tadellos und Halleluja, es gibt den zweiten Bund. Und da sehen wir, dass Religion die Natur Gottes verzerrt und entstellt. Was ist Religion? Wir haben schon in der Botschaft gesehen, der erste Begründer der Religion war Kain, der sagte, ich mache es auf meine Weise. Religion ist schlauer als Gott. Religion ist listiger. Religion ist frömmer, Religion ist würdiger, in Anführungszeichen. Aber du merkst schon, was für ein Irrweg das ist, was für eine Anmaßung das ist. Und ich meine mit Religion nicht,
was der Mensch auf der Straße meint, nach dem Motto, du interessierst dich für Gott, du bist religiös, das meine ich nicht. Ich meine Religion negativ besetzt, als dich Gott nahen auf der Grundlage, wer du in dir selber bist und was du an Begabung mitbringst und an Eifer vorweisen kannst und an Hingabe vorweisen kannst und an, verstehst du, an Preis bereit bist zu zahlen, das ist Religion. Du kommst Gott on your terms. Du näherst dich Gott auf deiner Ebene und nicht auf dem vollkommenen Werk von Christus. Gott akzeptiert Menschen nicht, die sich auf ihre Weise Gott nahen, sondern er sagt, nur mein Weg. Es gibt einen Mittler. Ich bin der Weg, der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt nur einen Namen, es gibt nur einen Weg, es gibt nur ein vollkommenes Werk am Kreuz, auf das du dich ihm nahen kannst. Und alles andere musst du fallen lassen, weil es nicht dazu passt. Und du kannst nicht aufgrund von Werken kommen, nicht aufgrund von Eifer kommen, nicht auf gut von gut meinen kommen. Wann immer du in diesen Haltungen kommst, und wer von uns kennt das nicht, ist gut, Herr, ich habe es nur gut gemeint, ich verspreche dir auch, ich werde mich bessern. Ich werde mehr beten, mehr fasten, mehr geben, mehr treu sein, mehr lieben, mehr verzeihen. Ich werde diese Neujahrsvorsätze und diese Bußbekundungen und Herr, ich versage mir jetzt diesen Genuss und ich werde einfach ein bisschen büßen und ich werde es mir versagen und ich mache eine Wallfahrt. Und, verstehst du, es gibt ganz kleine Ansätze in jedem von uns. Aber es ist der Weg der Religion. Der Weg, wo wir als wir kommen. Komm nicht als du, komm in Christus. Komm durch das Kreuz. Komm durch den einen ewigen, ausgefrästen und ausgebereiteten Weg, den er dir gebahnt hat, in sein Herz. Und solange du auf der Grundlage der Religion, also direkt kommst, direkt, nämlich selber, in die Hände spuckst, Ärmel hochkrempelst und gesagt, getan und man machen wir es halt einfach, reiße ich mich zusammen. Bemühe ich mich halt, wann immer du so kommst, bist du religiös, bist du gefangen in Religion, bist du im alten Bund, oder ob du daran denkst oder nicht. Und was erlebst du danach? Du erlebst Gott als deinen Feind, du erlebst Gott als widrig, als hart, als streng, als lieblos, als erdrückend. Du erlebst ihn verzehrt. Und das war immer die Strategie des Feindes. Und darum liebt er es, wenn er Gläubige in Religion führen kann. Weil er dann kann er den Charakter und das Wesen Gottes entstellen. Dann kann er Gott verzehren. Dann bekommen sie nicht Gott, sondern ein schreckliches, monströses Wesen. Und sie denken, es ist Gott, aber es ist nicht Gott. Und dann punktet Satan, weil das spielt ihm in die Hand. Das war schon im Garten Gottes eine Strategie. Gottes Charakter schlecht zu reden. Nein, nein, Gott, ich weiß genau, wenn ihr, Gott gönnt euch das nicht. Gott kannst du nicht über den Weg trauen, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Und in Religion erlebst du ihn genauso. So siehst du den Ursprung von Religion, von Sünde im Garten Eden als Baum der Erkenntnis. Er will dich täuschen. Er will den wunderbaren Charakter Gottes in Misskredit ziehen. Er will Gott dir verstellen. Er will ihn dir vergällen. So hat er Eva vorgegaukelt, Gott ist nicht so freundlich, nicht so gütig, nicht so großzügig. Und ich sage dir, eines der Haupthindernisse und Probleme, warum Menschen und auch wir abgehalten werden, in diesen wunderbaren neuen Bund hineinzugehen, ist, weil wir das vollbrachte Werk am Kreuz nicht verstehen. Weil es uns irgendwie aus dem Blick schwindet. Und so fangen wir an einen religiösen Gott zu glauben, einen Abgott zu glauben, der ganz anders ist als der wahre, wundervolle Gott der Bibel. Aber es gibt nur einen einzigen Gott. Das andere ist eine Illusion, ein perfides, böses Zerrbild. Denn der wahre Gott, der eine einzige, den es nur gibt und den das Herz bricht, wenn du ihn meidest und dich von ihm fernhältst, er ist über die Maßen, über alle Maßen freundlich. Gütig und er liebt alle Menschen, sogar die Bösen, liebt er und will vergeben und verzeihen, umso mehr uns als seine Kinder. Aber weil wir die Bibel lesen aus der Perspektive des Gesetzes, statt aus der Perspektive und aus der Brille
des vollbrachten Werks am Kreuz sind wir in eine Religion geschlittert, statt in eine lebendige, innige Beziehung zu Gott. Und deswegen können wir sehen, anhand der Bibel, warum Gottes Motiv es war, diesen neuen Bund ein für alle Mal aufzurichten. Da heißt es in Hebräer 8, 8 bis 9, denn er, nämlich Gott, tadelt sie doch, indem er spricht, siehe es, kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Hause Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben, und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Und hier sehen wir, nicht der alte Bund war das Problem, sondern die Menschen. Und er tadelt sie. Er tadelt sie, dass sie eben in diesem alten Bund keine Hoffnung haben, dass sie da keine Zuflucht finden. Das Volk blieb nicht in diesem alten Bund. Und Gott hätte mit Fug und Recht die Haltung einnehmen können, hey, ihr Menschen, ihr habt das Problem verursacht. Es war samt und sonders klipp und klar euer Fehler. Also müsst auch ihr gefälligst einen Ausweg selber finden. Ihr müsst es in Ordnung bringen. Gott hätte den Menschen und uns sagen können, es war eure Sündhaftigkeit, es war eure Rebellion, die das Problem geschaffen hat. Ihr hättet sagen können, ich habe es euch gesagt, ich habe euch gewarnt, wie ihr mit mir in Beziehung treten sollt. Jetzt macht es einfach. Macht's doch einfach, seid doch einfach gehorsam, hätte er sagen können. Und weder sie noch wir hätten es geschafft, egal wie wir uns angestrengt hätten. Aber anstatt dieser harten, fordernden Haltung hat Gott alles dafür getan, einen ganz anderen, ganz neuen Bund mit dem Menschen zu machen. Und ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, dass es nichts gibt, was freundlicher von Gott gewesen wäre als diese Geste, als uns Menschen so freundlich entgegenzukommen. Wann hat sich Gott freundlicher gezeigt als darin? Und so verstehst du, von Anbeginn an wollte er innig mit uns, ungetrübt, von Herz zu Herz, von Angesicht zu Angesicht mit uns Menschen in Beziehung treten. Und wirklich, wenn du das einsinken lässt, wie wunderbar, wie unfassbar, unbeschreiblich wunderbar und liebevoll und gütig und kostbar das Herz dieses Gottes ist, was für ein unvorstellbar, unfassbar liebevolles Wesen er ist, von Anbeginn der Welt schon hat er dich im Herzen gehabt, von Anbeginn an sich nach der Seele gesehnt, warst du ihm so wertgeachtet in seinen Augen, so kostbar, dann wärst du von solcher Freude erfüllt, von solcher Dankbarkeit erfüllt. Dann könntest du wie Psalm 139, 17 bis 18 spricht, sagen, wie teuer sind mir, oh Gott, deine Gedanken. Ich habe diesen Satz oft überlesen. Deine Gedanken, Gott, die du denkst über mich. Wie teuer, wie wertvoll denkst du über mich? Wie groß ist ihre Summe? Wollte ich sie zählen, so würde ihr mehr sein als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich noch bei dir. Es ist wie ein Traum, aber es ist wahr, es ist real. Die Gedanken Gottes über dich sind nicht boshaft, sind nicht hart, sind nicht heimzahlend oder zornig. Sie sind teuer. Was heißt teuer? Von hohem Wert, wertgeschätzt, unbezahlbar, hoch denkt Gott über dich. Über dich, das sind die teuren Gedanken, die er über dich hat. Sie sind von hohem Wert und wertgeschätzt. Du denkst nicht hoch über dich und vielleicht auch nicht hoch über deine Probleme und deine Menschen und was auch immer. Aber Gott denkt hoch von dir, er denkt hoch von mir. Und er denkt so viele. Er denkt so viele Millionen hohe Gedanken über dich, dass die Summe nicht zu zählen ist wie der Sand am Meer. Hast du es schon mal überlegt? Er denkt nicht einen hohen Gedanken alle heilige Zeit mal, wenn ihm nichts Besseres einfällt. Dann denkt er mal also Abwechslung mal einen hohen Gedanken über dich. Nein, er denkt Milliarden und Millionen hohe Gedanken. Die Summe ist wie der Sand am Meer, deiner hohen, kostbaren, unermesslich teuren Gedanken, die du über mich denkst. Also, Das sprengt doch alles. Lass es mal zu. Er denkt nur so. Er denkt nur von früh bis spät. Er denkt nur so. Er hat ein paar Schnittstellen mehr im Hirn, um zu denken, als ein normaler Mensch. Er kann da wirklich, er hat ein Motherboard im Hirn, das ein bisschen größer ist als die besten Computer, die es gibt. Und er denkt mal schnell, mal nur eine Million hohe Gedanken über dich. Echt?
Ist es wirklich so? Es ging zu schön, um wahr zu sein. Ich sagte, es ist wahr. Es ist wahr. Als David nur anfing, über die Güte Gottes zu ihm nachzudenken, wurde ihm schwindlig. Ich wünsche dir, dass du mal schwindlig wirst, wenn du darüber mal Gedanken verschwendest, wie Gott über dich denkt. Was? Wirklich, wirklich, wirklich? Zwick mich. Sag ihm nachher, zwick mich. Ich wünsche, dass du schwindlig wirst, dass du dir mal wirklich die Sprache verschlägst. Was? So denkst du über mich? Von früh bis spät? Links, Länge, mal Breite, vorne und hinten, oben und unten, innen und außen? Ja, so denkt Gott über dich. Und David befand sich in der Wüste, er sah die zahllosen Sterne, nicht lichtverschmutzt. Er sah diese Sterne in der Wüste, er sah den Sand, soweit das Auge reichte. Und er sagte, so viele hohe Gedanken denkst du über mich. Und ich sagte, es gibt nur diesen einen Gott, der so wunderbar ist und so wunderbar denkt. Und Religion hat ihn entstellt, Religion hat ihn verzehrt, herabgewürdigt. Und der Herr sagt, lass alle Filter fallen, lass all die Zwischengläser fallen, die grau-schwarz und dunkelbraun und oktobertrüben Linsen, die sich über deine Verdammnis und alles drüber gebreit haben. Nimm einen Filter nach dem anderen weg von deinem Blickfeld und sieh klar auf Gott durch die wirklich rosarote Brille des Kreuzes und der Gnade. Nimm die Filter weg, nimm die religiösen, traditionellen Filter weg, näher dich seinem Wort ungeschminkt, ungefiltert, ungetrübt. Aber es gibt doch zwei Götter, den Strafenden des Alten Testament und den Lieben des Neuen. Nein, gibt's nicht, es gibt nur diesen einen. Und er war schon immer liebevoll. Und er wollte schon immer dich beschenken. Und er wollte schon immer dich überschütten mit seiner Güte. Er hat sich auch nicht anders präsentiert als im Neuen. Das Problem ist, dass der Teufel durch die Religion ihn vor deinen Augen anders stilisiert hat. Er hat das Bild Gottes im Alten Testament verzehrt vor deinen Augen und in deinem Herzen. Und so hast du zwei verschiedene Götter wahrgenommen. Einen lieben, einen guten. Good Cop, Bad Cop. Nein, es gibt nur den guten Gott. Es gibt nur den guten, nicht den bösen Polizisten. Es gibt nur den guten, der sich nicht verändert hat. Gott sagt in Malachi 3,6, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Er hat sich nicht geändert. Er hat nicht irgendwie ein Update und Upgrade gezogen für sich zwischen Malachi und Matthäus Evangelium. Nein, er war schon immer so wunderbar. Er war schon wunderbar zu Adam, er war wunderbar zu Kain. Er war wunderbar zu all den Frechdachsen im Alten Testament. Wenn wir nur anfangen könnten, die Bibel ohne unsere religiösen Filter zu lesen, ich sage, dann wirst du den erstaunlichsten, freundlichsten, wunderbarsten Gott im Alten und im Neuen Testament gleichermaßen entdecken. Und auf einmal, wie du mit ihm in Beziehung trittst, und wie du denkst, dass er mit dir in Beziehung tritt, auf einmal wirst du nur alles erstaunlich finden. Denn alles, wie du über Gott denkst und fühlst, wird durch dein Herz gefiltert. Darum sagt er, mach ein Detox, mach eine Entgiftung deines Herzens. Mach Kolon-Darm-Reinigung oder was auch immer, Hydrokolon, mach eine mit dem Wasser des Lebens Hydroherz. Ja, lass das Wasser des Lebens dein Herz frei waschen, dass dein Herz klar ist, dass dein Herz freigespült ist und auf einmal keinen verzehrenden Filter mehr hat, nicht mehr verstopft ist durch religiöse Überzeugungen, nicht mehr verstopft ist durch die Schrammen und Frustrationen der Vergangenheit. Lass die Furcht fallen, lass den Frust fallen, die Selbstgerechtigkeit, die Verdammnis, die Vorurteile. Das hat alles nichts gebracht. Jetzt bin ich alt, mein Leben habe ich mir mit 20 auch anders vorgestellt. Lass es fallen, alles kann besser werden, es wird besser werden, sobald du den neuen Bund ergreifst. Sobald wir ins neue Jahr gehen, tiefer und tiefer hinein ins Herz Gottes. Tiefer und tiefer hinein in die gleißend lichtgefluteten Kammern seines Herzens, wo du wirklich im Delirium der Glückseligkeit bist, weil Gott so gut ist. Da will Gott uns gemeinsam als Gemeinde reinbringen. Die Frage ist, willst du mitgehen? Willst du denn mitgehen? Dann lass doch das Alte zurück. Denn wenn du weiterhin die Filter aufgesetzt belässt, wirst du entweder gehört haben zu einem überheblichen, selbstgerechten Menschen, einem Pharisäer werden, einem modernen Pharisäer werden, oder du wirst dich selber in Verdammnis und Unwürdigkeit suhlen. Und ich würde mal sagen, du hast die Wahl dann zwischen Pest und Cholera. Willst du ein Pharisäer sein oder willst du ein unwürdig Verdammter sein? Nein, beides ist schrecklich.
Der Herr, ich sag's dir, hat einen besseren Weg, einen Königsweg. Er hat einen Weg, der zu schön ist, um wahr zu sein. Und ja, wenn was an mir liegt, würde ich gern dahin. Und ich glaube, ja, wir sind ein bisschen motiviert worden, ja, Gott ernst zu nehmen, Gott ein Wort zu nehmen. Denn es ist kein Schlaraffenland. Das Schlaraffenland ist ein schwacher Abklatsch. Es ist so viel besser. Es ist so viel besser und so viel wunderbarer. Amen. Ich habe den Eindruck, irgendwas will der Herr im Hals heilen. Gibt es irgendwelche Probleme? Muss Akutes sein? Irgendwas anderes am Hals oder im Hals, was der Herr heilen will? Bitte, was gibt's? Ja. Bitte, wir reinsprechen. Ich habe Halsentzündung. Halsentzündung, wie lange schon? Eine Woche. Eine Woche, wird nicht wirklich besser? Nein. Aber heute wird's geheilt. Amen. Gibt's sonst noch jemanden, der was hat am Hals? Ja, bitte. Ich habe öfters mal Schluckbeschwerden und habe auch ab und zu einfach irgendwas da drin. Keine Ahnung was. Aber ein Frosch, einen Knoten. Momentan ist zwar gut, aber so in letzter Zeit immer wieder mal gehabt. Das müsst du komplett los haben. Los, ja, weg, ja, haben. Ja, ja, dass es nicht mehr kommt. Okay, ja. Ja. Herr Mischa, er schaut im Livestream zu, er hat schon wieder Halsschmerzen. Mischa hat Halsschmerzen? Gib's mal Mischa im Livestream rein, bitte. Mischa, pass auf, wenn du jetzt zuschaust, kannst du es auch über Livestream empfangen. Die Heilung von Halsschmerzen, vollkommene Heilung von Halsschmerzen, übernatürlich. Du kannst es einfach jetzt empfangen, völlig empfangen. Okay, dann haben wir hier was? Auch ein Halsweh, was heute kommen ist, blöderweise. Halsweh heute ist kommen, ja. Willst du heute loshaben? Ja, okay, was ist hier? Die Lydia hat schon seit einiger Zeit Husten und da hat sie auch schon vorher gefragt, ob du nicht für sie beten könntest. Okay, wusste ich nicht, jetzt hat der Heilige Geist schon gezeigt, gell? Das passt zum Halsweh dazu, gell? Genau, will er auch wegnehmen. Gut, dann stellt euch doch bitte auf Schulter an Schulter in eine Linie. Wir brauchen ein paar Brüder, die dahinter stehen, falls irgendwas wäre. Übrigens, Abdullah ist Immanuel, oder Manuel oder Immanuel? Immanuel. Immanuel ist Abdullah, also Abdullah war gestern, heute ist Immanuel. Ja, Amen. Einen neuen Namen. So, preis dem Herrn. Gut, und Mischa, du stellst dich auch in die Reihe mit dazu, wenn du zu Hause zuschaust. Und wer sonst noch Halsbeschwerden hat und zu Hause zuschaut, kann es auch empfangen. Wichtig ist, dass du dein Herz ganz aufmachst für Dr. Jesus. Danke, Herr. Danke, dass du die Heilung erkauft hast. In deinen Striemen, in deinen Wunden hast du die Heilung erkauft für jeden von uns. Und danke, dass jetzt jeder Halsprobleme geht, jedes einzelne. Ich erkläre völlige Heilung jetzt in Jesu Namen. Und wenn ich euch berühre, in dem Moment verbindest du deinen Glauben mit meinen. In dem Moment setzt deinen Glauben frei, wenn ich dich berühre. In dem Moment, wo ich dich berühre, setzt deinen Glauben frei. Bereit? In dem Moment, wo ich dich berühre, empfängst du die Heilung. Danke, Vater. Danke, sei geheilt jetzt in Jesu Namen, sei geheilt. Sei geheilt in Jesu Christi Namen, völlige Heilung jetzt in Jesu Namen. In Jesu Christi Namen, Halsentzündung geht, völlige Heilung jetzt, Heilung in der Halsentzündung jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Husten, Halsbeschwerden, frei gehen, verschwinden. Verschwinden, verschwinden in Jesu Namen. Sei geheilt jetzt in Jesu Namen. Buch Mose angekommen, heute erste Woche, erste Tage des vierten Buches Mose. Ich finde es wunderbar, wir haben in den letzten Jahren die ersten drei Bücher Mose, jetzt mit dem vierten Buch Mose. Und wenn man fragen würde, was der zentrale Gedanke der ganzen Bibel, ich glaube, es wüsstet ihr alle, der zentrale Gedanke der Bibel heißt,
Christus. Genau, das ist nicht schwer, das sollte auch jeder Gläubige wissen. Es geht von vorne bis hinten, links, rechts, oben und unten um Christus. Aber die Frage, was ist der zentrale Gedanke des vierten Buches Mose? Dann könnte man sagen, okay, im vierten Buch Mose geht um es die ewige Wandern des Gottesvolkes, um viel Versagen, Murren, Knurren, Gericht, Schlangen, was nicht alles. um viel Versagen und viel Sünde und viel Rebellion, Kora und was nicht, weiß der Geier was. Nein, aber es geht eigentlich um mehr. Es geht nämlich auch um Christus. Wo ist Christus da drin? Der zentrale Gedanke des vierten Buches Mose ist, dass Christus die Bedeutung des Lebens ist. Es ist nicht wunderbar, er ist die Bedeutung des Lebens. Christus ist das Zeugnis, das Zentrum des Volkes Gottes, sowie der Führer, der Weg und das Ziel seines Kämpfens und Umherziehens. Und es wird hier auch in diesen paar Tagen schon entfaltet. Erstmal Christus die Bedeutung des Lebens. Die mussten den ganzen Tag nichts anderes machen, das ganze Volk Israel, als sich nur um die Stiftshütte kümmern. Sie haben sich mit anderen Worten ihre Passion, ihre Beschäftigung von früh bis spät war Christ, die Stiftshütte ist symbolisch für Christus. Christus war die Bedeutung ihres Lebens. Das Volk Israel hat nur für die Stiftshütte gelebt. Die stand im Zentrum und alles Denken, Handeln, Kreise sich um die Gegenwart Gottes in der Stiftshütte und in uns neutestamentlich betrachtet in Christus. Unsere Bedeutung unseres Lebens ist es, dass wir uns von früh bis spät um Christus drehen. Das ist schon mal wunderbar. Dann das Zeugnis. In der Stiftshütte waren die Gesetzestafeln und die Lade, in der Mitte der Stiftshütte war die Bundeslade. In der Bundeslade waren die Gesetzestafeln. Und deshalb hieß die Lade auch die Lade des Zeugnisses, das Gesetz, das Zeugnis Gottes war. Warum? Gott bezeugt sein Wesen, dass er heilig und gerecht ist, dass er Liebe, dass er Licht ist. All diese Grundeigenschaften Gottes finden ihren Niederschlag im Gesetz. Ein böser Gesetzgeber erlässt böse Gesetze, siehe die Nazis. Ein guter Gesetzgeber erlässt gute Gesetze. Und das ist einfach herrlich, einfach wunderbar. So ist Christus das Zeugnis, weil Christus ist das personifizierte Wesen Gottes und das Gesetz, also das Gesetz, was den Willen Gottes uns kundtut, wird dem Christus offenbar. Er ist das Zeugnis. Er ist das Zentrum. In der Mitte der Stiftshütte war die Bundeslade, das Allerheiligste. Und die Stiftshütte war in der Mitte des Volkes. Überall waren drei Stämme zu allen Himmelsrichtungen wie eine Kreuzform. In der Mitte bewegte sich die Stiftshütte voran. Eine wunderbare Symbolik, dass er im Zentrum des Volkes Gottes Christus ist. Aber er war noch mehr. Er war der Führer. Er führte sie an. Er war ihr Weg. Sie haben ihn als ihren Weg genommen. Und er war das Ziel ihres Lebens. Die Weltmenschen haben kein Ziel, aber wir haben ein Ziel. Wir kämpfen nicht als einer, der in die Luft schlägt. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Wir haben ein herrliches Ziel, das neue Jerusalem. Und es ist einfach wunderbar, wie wir das sehen können, jetzt schon am Anfang vom vierten Buch Mose. Wer macht weiter? Amen. Ja, Geschwister, Tag 2 hat es auf mir angetan. Und im Tag 2 lesen wir, die Bundeslade mit der Stiftshütte war die Bedeutung ihres Lebens. Denn hätte es keine Bundeslade gegeben, dann hätte das Leben der Israeliten keine Bedeutung gehabt. Die Bundeslade war etwas, was Gott den Israeliten gegeben hat, dass sie ein Bild hatten, dass sie etwas hatten, woran sie sich festmachen konnten, woran sie tätig sein konnten, woran sie geglaubt haben. Und wir haben die Gemeinde. Die Gemeinde ist der Teil für uns, woran wir arbeiten dürfen, woran wir einen Sinn unseres Lebens damit finden, weil es Gottes Plan ist, die Gemeinde aufzubauen, weil es Gottes Wille ist, diesen Weg zu gehen. Deswegen hat er uns die Gemeinde gegeben. Und ich bin dem so dankbar, diesem Schreiber, der das gemacht hat, uns aufmerksam gemacht hat, die Gemeinde in einen neuen Blickwinkel zu sehen. Nur tiefer, wie wir es bis dato gehabt haben. Gottes Willen noch intensiver anzunehmen. Gottes Willen intensiver nachzuleben und die Israeliten als Vorbild zu nehmen, wenn sie auf kein Vorbild waren, aber da waren sie Vorbild, sich tagtäglich um dies zu kümmern, was einer Gott gegeben hat. Und für uns etwas, wo wir uns aufrichten können, um den Herrn nun mehr für seine Liebe zurückzugeben und das in der Gemeinde offenbar werden zu lassen. Amen. Also ich glaube, dass keiner von uns
vor unserer Errettung so wirklich gewusst hat, wofür so ein Universum überhaupt geschaffen ist und was der Sinn unseres Lebens ist. Und viele Christen wissen es bis heute nicht. Und ich denke mir, wir sind auf einem guten Weg. Dass da schon was anfängt bei uns, gell? Weil wenn du mit Christen redest, ja, gehen eigentlich Kirchen jeden Sonntag aus. Also mir taugt das voll, das vierte Buch Mose da, das hat mich schon wieder so gereizt. Warum? Weil wir eh schon so viel gehört haben drüber jetzt, nicht von der Stiftshütte und es ist das Zentrum, die Stiftshütte. Aber so schön ist es, dass der Lebensweg von Ägypten heraus für die Israeliten durch die Wüste hinein nach Kanaan eigentlich uns, unseren Lebensweg beschreibt. Gell? Also das hat mich voll erfasst. Das ist ja unser Lebensweg. Und was war das Zentrum für sie? Die Stiftshütte. Und wo haben sie gelagert rundum? Die ganzen Heerlager schön geordnet in rund um die Stiftshütte. Also das hat ja einen Sinn gehabt, weil wenn man von oben runter geschaut hat, jetzt habe ich mal aus einer Predigt gehört, war es ein Kreuz. Also diese verschiedenen Stämme, es war ein Kreuz. Die Lagerung war sogar ein Kreuz. Also das habe ich mal in der Predigt gehört. Aber schön ist schon, dass die Stiftshütte die Gemeinde ist. Schön ist schon, dass wir das kapiert haben. Schön ist schon, dass wir wissen, dass alles Christus ist. Die Bundeslade und, der Leichter und. Also es ist so schön, was wir da jetzt gelernt haben, das letzte Jahr, glaube ich, war das. So viel Offenbarung ist da gekommen, wenn man da dran ist und dran bleibt, dass man eigentlich jetzt den Sinn unseres Lebens, kann nichts anderes mehr sein als Christus, das Zentrum. Oder? Gibt es noch irgendwas anderes für euch da? Wie schön das heute wieder war im Lobpreis, Anbetung. Ja, und dann sind wir das Licht und dann streuen wir. Und die Welt braucht das Streuen jetzt von uns. Er hat ja nur uns, er braucht ja uns. Und gleichzeitig kommen wir dann hinein, hoffentlich ins himmlische Kanaan, Jerusalem. Das Kanaan war ja das Ziel, nicht bei der Wüstenwanderung. Und für uns ist es das himmlische Kanaan. Also wunderbar. Ja, du bist wunderbar. Wir loben dich. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem vierten Buch Mose und das ist ein Bild, wie Gott sich Gemeinschaft mit seinem auserwählten Volk vorstellt. Und wir können uns das sehr gut vorstellen, wie das ist, weil wir ja schon ganz viel erfahren haben, was alles ein Vorschatten auf Christus ist, aus dem Alten Testament hinein ins Neue. Und deswegen ist es. Und außerdem haben wir ja die Bestandteile und das Wesen der Stiftshütte schon besprochen. Und ich denke, jeder fühlt sich irgendwie von uns verstanden in den Zeilen dieses Textes, weil er schon weiß, um was es eigentlich geht. Es geht ja eigentlich darum, dass das, was Gott ist, in uns ist, damit er zum Ausdruck gebracht werden kann. Es geht nie um irgendwas anderes. Und wenn die Israeliten sich immer um die Lade des Zeugnisses gekümmert haben, so ist es auch an uns, jetzt im Neuen Testament zu erkennen, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dass er in uns ist und genau diese Teile erfüllt, die die Israeliten im alten Bund in der Wüste von der Feuersäule und von der Wolke erhalten haben und durch den priesterlichen Dienst im Allerheiligsten. Und das Zeugnis, das Christus ist, Christus bezeugt Gott und er bezeugt ihn in uns. Und deshalb können wir, wenn wir auf ihm gehen, wenn wir ihn in uns den Weg gehen lassen, dann kommen wir zu dem Ziel, dann ist er die Wahrheit dieses Lebens und er ist die Wirklichkeit und er ist auch der Weg. Und er gelangt zu seinem Ziel in uns, aus uns heraus und wir können ihn dafür preisen, dass alles, was er jemals angestrebt hat, er in uns vollendet und zum Ziel bringt. Amen. Preis dem Herrn, Geschwister. Mich hat sehr beeindruckt, diese Schattenbild im Alten Testament, was wir heute leben sollen. Im zweiten Tag steht, dass die erlöste und geheiligte Israeliten zu einem heiliges Heer formiert wurden. Und sie folgten Führung Gottes und sie kämpften für Gott und so ist Gott vorangegangen damals. Und das ist Sinnbild für die Gemeinde und für uns ist das heute
auch dasselbe. Gemeinde soll als ein Herr, heiliges Herr für Gott formiert werden. Und diese, wir sollen nicht daran zweifeln, steht hier. Und das, das ist in uns, dass wir zweifeln und nicht sehen, dass Gott in uns wirklich in jedem Einzelnen einen Kämpfer sieht. Und sondern wir müssen glauben, dass heute aus allen Treuen ein Herr gebildet wird. Und das weiß Satan ganz genau. Und deswegen sollen wir in keinem Fall zweifeln, dass in uns, in jedem von uns ein Kämpfer ist. So sieht uns Gott uns und erwartet von uns, dass wir aufstehen in unseren heutigen Tag, in unserem Umstand, das uns gerade jetzt bedrückt, dass wir aufstehen und auf Gott schauen, auf Jesus schauen und so ausgebildet werden für einen Kämpfer. Unsere Umstände sind dafür da, dass der Herr uns ausbilden kann für sein Herr und korporativ alle für sein geheiligtes Herr. Mich hat das auch angesprochen, dass das Volk Israel, das in einer Formation, in einer Ordnung, in einer göttlichen Ordnung aufgestellt worden ist, am Anfang eines Buches, wo Witness Lee schreibt, das könnte man meinen, das ist ein Buch, wo nicht besonders viel passiert, wo nichts besonders Gutes dabei rauskommt oder halt, wo viel Chaos herrscht oder weil sie halt ständig nur, es schaut so aus, als würden sie einfach nur herumziehen. Und ein Versagen nach dem anderen, also er hat das so ungefähr geschildert. Und dann kommt das Ende und in Wirklichkeit ist das ein Buch des Sieges und es zeigt, dass der Herr ein Heer hat auf der Erde. Und irgendwie, ich fühle mich auch manchmal so wie ein Blatt im Wind und denke, wir alle fallen über unsere Füße drüber und manchmal sind wir in der Gemeinde und es ist irgendwie ein schräger Ton da und du denkst dir, okay, aber der Herr schaut mit anderen Augen auf sein Herr, weil er die Formation von oben sieht. Er sieht das Kreuz und bringt diese Ordnung in uns hinein. Und am Ende des Buches ist es ein Buch des Sieges, wo dann das Land Kanaan aufgeteilt wird. Das verheißene Land. Amen. Ich habe so den Eindruck, dass das einfach dazu passt. Und zwar, ich arbeite ja in der Schule und da haben wir sind zu dritt, drei Geschwister, die zweimal in der Woche morgens um 7 Uhr für die Schule beten, für die Schüler. Und das ist so ein Segen, das ist das, was jetzt auch immer gesagt worden ist. Und ich habe Inklusionskinder und da bin ich auch in der Religion dabei. Und die Religionslehrerin, die ist ganz arg jung, die ist erst vom Studium gekommen. Und da kann ich von Herzen das sagen, da kann ich Bibelstelle sagen, da kann ich Dinge erzählen, was ich mit Gott erlebt habe. Wir haben gerade, wie wichtig das ist, dass die Liebe Gottes ins Herz kommt. Und wenn man das hat, dass dann im Schulhof der Streit viel weniger ist und da so pragmatische Beispiele sagen kann. Und das ist so toll. Und da kann man hinstehen, hey, ich bin Christ vor der Klasse. Vom Lehrer, vor den Lehrer, ja, ich glaube an Gott, da stellt sich da immer mehr raus, die im Hintergrund waren, ja, ich eigentlich auch. Und jetzt beten wir dafür, dass wir nicht zu dritt bleiben, sondern dass es mehr wird. Und ich merke aber auch in der Klasse, wie die immer ruhig werden, wenn man was erzählt. Und die Lehrerin immer sagt, hey, du, bete du, weil bei dir kommt es vom Herzen und bete du mit deinen Worten und nicht das, was da vorgeschrieben wird. Und die Kinder machen halt mit, oder die Jugendlichen sind ja Sechsklässler. Und das ist sowieso ein Alter, wo es ja schwierig ist, aber die kommen auch nachher, hey Frau Bauer, ist das wirklich wahr? Und erzählen noch mehr. Und boah, das ist so toll. Und da bin ich Gott so dankbar, dass man da so offen sein darf. Und das in einer Schule. Preis dem Herrn. Möchte jetzt noch jemand mitteilen? Soll er jetzt kommen, bitte? Komm. Ja, der Michael hatte mich gerade gebeten, aber eigentlich liegt es auch auf meinem Herzen. Also wir hatten ja letzten Freitag, oder war das Freitag, letzten Sonntag war die Predigt vom Neuen Bund, oder? Und da hatte ich halt dem Michael geschrieben, wie es mir damit ging, weil es ja eigentlich genau das ist,
was ich mir ja auch die ganze Zeit schon vorstelle oder wo ich eine Sehnsucht danach habe, das ist ja, oder dass man mal von demselben spricht, ist ja schon ein Wunder. Also dass man nicht mehr von dem Alten spricht, sondern von dem Neuen und dass man da gemeinschaftlich hineingehen kann. Und das hat halt in mir, nachdem die Predigt beendet worden war, habe ich gedacht, oh Gott, da muss man ja jetzt sofort auf die Knie gehen und beten, dass dieses Neue, dass man das empfangen kann. Und weil mir dann auch einfach so bewusst geworden ist, wie, dass mir das auch so eine Angst macht, ja, weil man weiß ja nicht, was verliere ich denn jetzt noch? Und das Alte ist ja irgendwie noch näher als das Neue. Und es sind ja doch viele Sicherheiten, die man gar nicht kennt, also die man meint zu kennen, und dann gibt es noch mal 1000, die man nicht kennt oder noch mehr, ja. Und das ist ja schon noch mal wie ein ganz neues Sterben in was hinein, wo man wirklich alles auf eine Karte setzen muss. Also nicht mehr mit B, C und so, Plan B und C, sondern eben nur noch im Alles oder Nichts, Hopp oder Top. Und das war halt so eine krasse Predigt insofern, dass man jetzt nicht mehr sagen kann, ich habe davon noch nichts gehört oder so. Also von diesem neuen Bund, ja. Und insofern muss es ja eigentlich immer wieder jetzt weitergehen, und es gibt eigentlich auch gar kein Zurück mehr, weil Zurück wäre ja wieder Tod und das Alte, was wir eigentlich nicht mehr haben wollen, ja. Und jetzt ist mir auch ein Traum eingefallen, den hatte ich ungefähr vor 10 Jahren oder vor 9. Da war ich auch schon mal so ein bisschen auf dem Weg und hatte halt sehr darum gerungen, das zu verstehen mit dem Bund. Und, oder mir war das noch gar nicht so klar, aber ich wollte in was Lebendiges hinein. Also nicht mehr Totes, sondern Leben, Leben, Leben. Ja. Und da hatte ich einen Traum, da bin ich irgendwie in einem Haus gewesen und da war eine Tür und die war halt sehr schwer und die habe ich aber irgendwie aufgemacht in meiner Neugier und dachte, oh, dahinter ist bestimmt jetzt das ganz tolle neue Leben und so. Und dann war das aber was komplett anderes. Also es war dann eine ganz graue Landschaft und dann war da so ein Berg, da kamen so Personen runter, die waren irgendwie verhüllt wie in so langen Gewändern, so Kapuzen über dem Gesicht und so ganz lange graue Mäntel, aber die sahen so schön aus trotzdem, gell? Und die liefen so an mir vorbei und dann haben sie so traurig mich angeguckt, aber es waren irgendwie Engel, es waren Engel, aber irgendwie verdeckt, ja? So mit einer Herrlichkeit durch die Mäntel. Also es strahlte schon ein bisschen was durch, aber sie haben das nicht irgendwie zeigen können oder es war nicht möglich. Und dann bin ich da jetzt so weiter gewandert in diesem Gebiet und dann habe ich gemerkt, wo laufe ich denn drauf? Und dann waren das lauter tote Pferde, also so Kadaver schon, ja, so richtig hinsiechende tote, eigentlich für das Leben geschaffene Tiere, ja. Und dann dachte ich, das ist ja Wahnsinn. Also ich war dann so frustriert in diesem Traum und auch so traurig, weil ich dachte, jetzt geht's los oder so. Gell? Und dann waren die alle tot, die Pferde, aber total. Manche waren am Sterben, manche waren schon tot. Und dann bin ich aufgewacht und habe gedacht, hier stimmt ja noch irgendwie was gar nicht. Also so ganz, also weder in mir noch in der Gemeinschaft der Heiligen. Oder und jetzt ist mir aber irgendwie so klar geworden, oder der hatte mir jetzt immer so den Eindruck, auch wenn ich hier war oder auch in den Anbetungen, aber vor allen Dingen bei der Anrufung des Herrn, also gerade wenn wir so starten, wenn so dieses Hinstrecken oder sich ausstrecken, so wie ich es versucht habe, heute zu beten, dass das irgendwie, da sehe ich jetzt immer wieder Rennpferde, also so richtig Pferde, die es jetzt wirklich wissen wollen und die nicht mehr so die nicht in diesem sterbenden Prozess mehr sein wollen, ja. Und dann ist mir jetzt einfach klar geworden, das war einfach ein Bild auch auf das alte Bund, ja. Also man kann da nicht leben. Also selbst das beste Rennpferd kann da nicht leben. Es gibt einen Spruch bei den Indianern: Wenn dein Pferd tot ist, dann steig besser ab. Ja, eigentlich wollte ich jetzt hier was zur Morgenerweckung sagen, aber die Bernadette hat mich jetzt an was erinnert und wir haben schon öfters mal drüber geredet. Vor einigen Monaten, ich weiß nicht mal ganz genau, wann es war, hatten wir in der Gebetszeit hier im Morgengebet, hatte ich eine Vision, und zwar standen wir, eine Gruppe, also die Beter, vor einem großen Tor und sahen dieses übermächtige große Tor an und wir dachten, also das können wir niemals einnehmen. Und dann hat der Herr mir die Perspektive gegeben auf die Rückseite von diesem Tor und da standen ein paar ziemlich ausgemergelte, zerlumpte Gestalten und die waren sehr ratlos und haben gesagt, was machen wir denn, wenn die merken, dass wir gar keinen Schlüssel haben? Also dass das Tor eigentlich offen ist, aber wir sehen es an, als ob dieses Tor unüberwindbar und nie einnehmbar mit unserer kleinen Kraft wäre. Das war die Perspektive. Und
der Herr hat heute mir dieses Bild wiedergegeben und heute kam mir zum ersten Mal Gedanken, als ich dieses Bild gesehen habe, habe ich gedacht, wir gehen da, also das ist eine Festung, die wir einnehmen müssen, so à la Festung Salzburg, wir stehen vor den Türen, müssen in diese Festung reinkommen. Aber heute kam mir zum ersten Mal dieser Gedanke, was ist, wenn das eine Ausgangstür ist für uns? Wenn das die Ausgangstür ist aus dem Alten und wir gehen einfach ins Neue hinein. Und die dahinter stehen, das sind nur ein paar so zerlumpte Gestalten, die haben gar keine Macht, diese Tür zuzuhalten. Diese Tür ins Leben hinein ist ja durch Jesus schon geöffnet. Und er sagt, die Schlüssel für den Tod, die habe ich weggenommen. Ja? Die Schlüssel zum Totenreif, und ich gebe sie der Gemeinde. Und wir haben eigentlich irgendwie nicht verstanden, Herr. Und Herr, ich bete, dass wir diese Vision und das, was es wirklich bedeutet, also nicht die Vision verstehen, sondern das, was es bedeutet und in die Wirklichkeit dem wandeln. Dass wir nicht in alten Räumen bleiben, wo du schon längst den neuen vorbereitet hast und man müsste nur durchgehen. Dass wir nicht auf dem toten Pferd irgendwie weiter auf das tote Pferd setzen, während du die lebendigen Pferde schon geschickt hast. Herr, und die letzte Schlacht ist auf Pferden und du bist der vorangeht. Und Herr, ich danke dir, dass du uns in das Echte hineinführst, auch wenn uns das aufwühlt und auch wenn das ein oder andere in uns auslöst, es macht nichts, weil alles ist nur vorübergehend, während er ewig ist, während dieser Bund ewig ist. Und Herr, ich danke dir, dass wir uns nicht im Vorübergehenden und im Vorläufigen aufhalten lassen, sondern einfach diese vorübergehenden Dinge als die sehen, die sie sind, nämlich vorübergehend und hineingehen mit dir in das, was du als ewige Berufung hast. Vor Grundlegung, für Welt, für uns, für jetzt. Herr, und dafür danke ich dir, ich lobe dich und ich preise dich. Du bist die Tür, du bist der Weg, du bist das Leben und die Auferstehung und alles ist in dir zu finden und in Ewigkeit wirst du nicht fallen oder Fehler machen oder versagen. Und all unser Versagen wurde schon längst getragen und ich danke dir dafür, weil wir bleiben nicht im Versagen hängen und wir bleiben nicht in dem hängen und das Volk Israel blieb auch nicht in der Wüste. Irgendwann war es soweit und es ging hinein in das neue Land. Und es dauerte eine Weile, ja? Es dauerte eine Weile, aber es macht nichts. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und Vollender heißt, es gibt einen Prozess, ja, es ist nicht sofort vollendet. Und dafür danke ich dir, dass wir mitgenommen werden in all unseren Themen, in all unseren, wo wir stehen, hineingenommen ins wirklich gute Land. Und ich danke dir, dass du in der Gemeinde uns gemeinschaftlich als einer hineinführst, als einer. Und dass mehr dazukommen, die als einer mit hineingehen. Amen. Und ich preise dich, Herr, und ich lobe dich und ich danke dir. Und ihr seid die Gesegneten und lasst euch einfach gesund lieben und er liebt euch und liebt ihn wieder. Und alles andere wird sich eh ordnen. Amen und Amen.